Herzlich willkommen zu Fortnite der Woche 7. Ich weiß, Woche 8 hat schon angefangen. Die Tage werden dann Woche 8 kommen, wenn ich die letzte, also quasi Level 100 bin und die letzten Tony Stark Herausforderungen abgearbeitet habe. Was ohne mal andauert. So, wir fangen einfach ganz locker flockig an. Durchsuche Truhen bei Katie Corner. 7 Stück, ganz entspannt. Eliminiere bei Creaky Lives. 3 Stück, wie gehabt. Dann haben wir noch Zerstöre Spinnweben bei O'Terry. Sind, glaube ich, 5 Stück. Die hängen überall an den Wänden. Mal oben in den Gebäude oder unten im Keller. So, dann haben wir. Betrete den Tresor von Dooms Dame. Also, ihr habt zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr tut den selber killen und geht dann in den Tresor. Oder wartet halt im sicheren Abstand, bis jemand den Tresor geöffnet hat und dann dort reingehen. Geht ja hoch machen. Geht beides. Dann haben wir noch, finde Tony Starks verstecktes Labor beim Starkhaus am See. Ich habe erst gedacht, das ist der Ene, also das Ene Haus, was am See steht. War aber nicht so. Das ist das etwas größere. Ihr habt quasi zwei Möglichkeiten reinzugehen. Erstens, ihr krabbt euch halt durch den Boden und fallt dann einfach dort rein. Oder ihr geht dann halt quasi den Geheimweg draußen am Rand beim Busch. Da steht doch ein Auto drin, aber der läuft noch mit Benzin. Also der läuft mit Benzin. So. Dann haben wir noch. Fahre mit einem Auto von Sweetie Svans nach Misty Meadow. Das ist ein kleines geiles Erlebnis. Ich bin beim Gegner mit eingestiegen. Der ist dort hingefahren, aber es hat nicht gezählt für mich. Also, ihr müsst wirklich selber fahren, um das zu schaffen. Das fand ich relativ schade. Dann haben wir noch. Füge Gegnern Schaden zu, also 1000. Wenn ihr den Gegner mit dem Sturmwirbel wegstößt. So. Ich habe die Mission ganz schnell noch gemacht bei diesem Modus, wo man die Superkräfte mit den anderen random Typ kriegt. Da habe ich das gemacht. Das war relativ geil. Das war in einer Runde, war das gegessen. So, dann haben wir dann, meine Damen und Herren, dann haben wir die Mystique-Herausforderung. Die erste Herausforderung ist, ihr müsst euch mit Mystique verwandeln. So, in so einen Doomsday-Handlanger zum Beispiel. Die zweite Herausforderung, ihr müsst mit verschiedenen Pistolen, also grau, grün, blau und lila und gold, müsst ihr halt jemandem Schaden zufügen. Das müsst ihr mit 3 verschiedenen machen. Geht auch ganz, ganz entspannt. Und dann habt ihr noch, wenn ihr einen Kill mit Mystique gemacht habt, müsst ihr diesen Emote machen. Dann verwandelt sich die Mystique und dann habt ihr die Herausforderung abgeschlossen, meine Damen und Herren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und macht wie immer irgendwas Sinnvolles, ihr kleinen Drücker.